Hey Kinders, was geht bei euch ab? Junge! Hallo Team. Ja, sie sprechen. Wunderschön, wenn die Leute sprechen. Wunderschön. Lasst mal ein B-Go machen, Jungs. Oder doch nicht? Ich habe mir für heute ein kleines Thema zurechtgelegt. Ihr könnt das ja im Videotitel schon erkennen. One connect, I think. Maybe it's this. Oder das ist noch eine Firebox? Oh, shit! Ach komm, verarscht mich nicht, was? Der nächste wäre sowas voll ins Gesicht gegangen, verdammte Kacke. Kinder in Videospielen. Wobei es mir nicht um kindliche Figuren in Videospielen geht, sondern tatsächlich spielende Kinder. Den genauen Titel muss ich mir noch überlegen, dass es eine Einheit gibt. Spielende Kinder, Kinder in Online-Spielen, Kinder. Auf jeden Fall geht es mir heute um spielende Kinder, die Videospiele spielen. Ach du Scheiße, Mann. Es ist ja immer eine beliebte Sache, wenn man online spielt und eben dann plötzlich Kinder im Team hat. Wobei es mir nicht nur darum geht, sondern wirklich um alles geht. Ob und wie Kinder eben Videospiele spielen sollten. Spiele an sich haben mit dieser Altersvorgaben und Altersbeschränkungen, da lässt sich ja schon mal ganz gut dran erkennen, ob eben ein Spiel kindgerecht ist oder eben nicht. Da geht es ja oft einfach nur um die Psyche eben, dass das Kind nicht zu stark angegriffen wird. Ich denke, dass ein Großteil der Spielentwickler, wenn nicht sogar alle, auch extrem dafür sind, also für diese Altersbeschränkungen oder Begrenzungen oder eben zumindest diese Angaben, ab wann das Spiel eben gespielt werden sollte, weil sie sich da auch so ein bisschen dann mehr oder weniger rausreden können, falls mal was ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so wie Achtung, der Becher ist heiß oder so bei diesen Kaffeeläden. Damit sich da keiner dran verbrennt und dann sagt, der Becher ist ja heiß. Oh mein Gott, bitte nicht. Wir werden gerade so niedergemacht. Holla die Waldfee. Um sich praktisch abzusichern. So wie auch diese ganzen anderen Hinweise, die auf allen möglichen Sachen stehen. Bei den Amis im Rückspiegel. Vorsicht, die Sachen sind näher, als sie scheinen und so weiter und so fort. Also so an sich ist diese Vorgabe oder Beschränkung eine gute Sache. Und natürlich gibt es trotz dieser Angaben sehr viele junge Leute, die diverse Spiele spielen. Und da ist es auf jeden Fall, also im privaten Segment, im Offline-Bereich, den Eltern überlassen, was man die Kinder spielen lässt und was nicht. Natürlich ist es im Online-Bereich genauso. Wobei es... Komm, ich gebe ihm noch voll dem Sack. Wobei es natürlich im Online-Bereich kritischer ist, weil die Kinder auf die gesamte Welt losgelassen werden, beziehungsweise, und das finde ich eigentlich schlimmer, die gesamte Welt auf die Kinder oder sehr jungen Jugendlichen losgelassen wird. Jeder kennt diverse Communities. CSGO und Dota sind ja zum Beispiel für ihre extrem toxische Community bekannt. One City? Okay, letzter City wahrscheinlich. Ja, die toxische Community, die kann wirklich schadhaft sein. Es gibt Videos von Kindern, die dann weinen, weil sie irgendwas gespielt haben und zugeflamed wurden. Man kann ja gerade im Online-Modus systematisch fertig gemacht werden und das ist halt einfach gefährlich für Kinder, weil Kinder ganz anders mit solchen Sachen umgehen. Als erwachsener Mensch weiß man, wenn jemand rumflamet, dass es jemand ist, der wahrscheinlich von seinen Eltern ordentlich, als er noch klein war, ihr wisst schon, Vergewaltigung und sowas. Da sieht man das nicht tragisch, weil man einfach nur weiß, es ist ein Mensch mit einem traurigen oder langweiligen Leben und der muss sich irgendwie über seinen Minischniedel auslassen. Also man denkt sich als Erwachsener einfach, laber, ist mir wurscht. Aber Kinder können das nicht so leicht sehen. Kinder verstehen auch solche Zusammenhänge gar nicht. Jetzt holen wir sie aber ordentlich weg. Ich habe keinen Gegner gesehen, die Runde. Kinder verstehen diverse Anschuldigungen oder Beschuldigungen gar nicht und verarbeiten sowas auch ganz anders. Werden dann vielleicht sogar selbst aggressiv. Diese Kids, die man online kennenlernt, ja, die so direkt, ich mach dich hier, wo auch viele sagen, scheiße, ich hasse es mit Kindern zu spielen, weil die so bescheuert sind, wobei man auf keinen Fall einfach so pauschalisieren kann. So entsteht ein Großteil von diesen toxischen Kindern ja erst. Es ist, weil sie von so vielen Leuten schon fertig gemacht wurden oder einfach nur halt blöd angemacht wurden in-game. Sie wissen nicht, wie man damit umzugehen hat und es wird fast schon eine Art Trauma, dass sie dann praktisch auch so rauslassen. Und das ist einfach nicht gut. Man sollte sogar auf Online-Spiele... Sollte sogar für Online-Spiele, wenn es die nicht sogar schon gibt, eine andere Beschränkung oder Altersbeschränkung, Einrenkung geben, wie es eben für Singleplayer-Spiele der Fall ist. Weil man da ganz einfach noch diese Menschen mit einberechnen muss, diese ganzen Vollidioten, die online unterwegs sein können, die es dem Kind praktisch noch schwieriger machen, ein Spiel, und ich spreche jetzt nicht speziell von Counter-Strike, also man kann jetzt nicht an der Stelle sagen, ja, das ist ja auch ab 16, da haben Kinder nichts zu suchen, sondern ich meine an sich einfach Online-Spiele. Da gibt es sicherlich auch welche, die ab 6 oder ab 12 Jahren sind. Da muss es eigentlich andere Rankings geben. Und wenn man sich jetzt speziell auf ein Spiel bezieht, wie zum Beispiel Counter-Strike, ist es natürlich schon ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben da unter 16-Jährige nichts zu suchen, wenn man es strikt sieht. Ja? Also hat man schon das Recht, sich darüber aufzuregen, aber ich sag gleich noch wie, wenn man Kinder im Team hat, die nerven oder bescheuert sind oder wie auch immer. Shut us down. I'm gonna plant on B. Aber man hat nicht das Recht, diese Kinder halt zu flamen. Oder wie auch immer, weil man macht daraus eben diese Leute, die man nicht mag, die erschafft man ja dadurch selbst. Wenn man ein Kind im Spiel hat, dann macht man da das Beste draus. Man braucht auch nicht großartig versuchen, ein Kind zu belehren, von wegen, das ist ab 16, das darfst du gar nicht spielen. Es hat dann in dem Moment keinen Sinn
gesagt oder ausgesprochen zu werden. Man muss einfach das Beste aus der ganzen Situation machen, ohne dann großartig ausfallen zu werden. Wobei ich ja an sich eh gegen jede Ausfälligkeit bin, das wisst ihr ja, also online. Aber gerade auf Kinder bezogen sollte man da noch viel mehr aufpassen. Weil man eben die Sache nicht besser macht, wenn man so einen Scheiß labert. So von wegen fucking Kid und sowas. Wenn du jemanden hast, das ist aber auf alles zu beziehen, also jetzt, ob du jetzt ein Trollkind oder ein Troll oder einfach nur irgendein Flamer oder sowas. Das beste Verhalten bei solchen Leuten ist, nicht auf sie einzugehen. Das ist das Beste, was du ihnen entgegensetzen kannst. Weil die Aktion, die sie machen, also dieses Flame zum Beispiel, eine Reaktion ja nach sich ziehen soll von ihnen aus. Und wenn du die Reaktion nicht zeigst oder gibst, dann war es das irgendwann. Oh mein Gott, ich glaube, ich spiele am Balkon. Er saß echt immer noch da, ne? Wir haben ultra lang gebraucht und der Drecksack saß immer noch da. Wenn sie nie in ihrem Leben eine Reaktion darauf erhalten würden, dann würden sie schon längst nicht mehr flame. Oder maximal nur noch für sich selbst flame. So wie ich flame mich selbst ja auch. Ich schimpfe herum, verdammte Scheiße, aber das mache ich nicht im Chat. Ich bin da aber nochmal ein anderes Extrem, das habe ich jetzt schon gemerkt und kann eigentlich nicht dazu Rate gezogen werden. Weil ich wirklich der komplette Gegner von jedem möglichen Flame bin und schon Leute für immer bannen würde, wenn sie untereinander sich so ein bisschen zanken und fucking Noob und sowas, da würde ich Leute schon für immer bannen. Ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen extrem. Ich will einfach bei einem Spiel ausschließlich den Spaß oder diesen Wettkampfsinn haben, aber nichts anderes. Wie sind eure Gedanken zu der ganzen Sache? Also einfach zu Menschen, die praktisch Videospiele spielen, für die sie eigentlich nicht alt genug sind. Diese Altersbeschränkungen haben auch natürlich Nachteile, wie zum Beispiel, dass Kinder dadurch ein merkwürdiges Verhältnis zu diesen Altersbegrenzungen entwickeln, sowie eben zu den Spielen, die dahinter stehen. Ich habe tatsächlich schon von Jünglingen, oh mein Gott, sowas gehört wie, das Spiel ist besser als das andere, weil das ab 18 ist und das andere ist nur ab 6 oder ab 12, das kann ja nur schlecht sein. Es war nicht genau dieser Wortlaut, aber so etwas. Das kommt halt gerade in der Phase, wenn Kinder in diesem Alter sind, wo sie anfangen zu protzen und zeigen wollen, wie toll und wie gut sie sind. Auch sehr, sehr viel Lügen. Also gerade bei Jungen ist es... Um Gottes Willen, Two Behind, der mich erschreckt. Gerade bei jüngeren Buben ist es stark ausgeprägt, diese Phase. Wenn sie sagen, ich habe dies und ich habe das und halt auch viel Lügen. Sie haben zu Hause eine Waffe von ihrem Vater geschenkt bekommen und so ein Scheiß, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und in diesem Alter kommen dann eben solche Sachen auch zum Tragen wie, ich habe das Spiel schon mal gespielt, boah. Und dann wird der Fokus so stark darauf gelegt, weil es eben auch eine verbotene Sache ist oder eine nicht gern gesehene Sache ist. Ich meine, ist es direkt auch verboten? Ich weiß es gar nicht. Die Abgabe ist verboten oder der Verkauf von diesen Spielen ist verboten an Jüngere. Aber das die Nutzung, thanks. Ich habe da jetzt nicht recherchiert oder sowas. Aber es entwickelt sich da halt ein ganz merkwürdiges Denken. Das ist unter anderem ein Nachteil. Ich glaube, ich gehe mal mit A. Okay, ich plante. CT's down. Okay, ich habe CT. Es ist eine recht schwierige Sache, weil es da viele Ansichten gibt, die vertreten werden, um Gottes Willen, das war ein Mate. Die einen sagen, hey, das Kind ist schon so weit. Die anderen sagen, es geht ja mal gar nicht. Also am Ende müssen die Eltern entscheiden, was für ein Spiel ihr Kind spielen darf und was nicht. Manche sagen ja auch, mein Kind spielt einfach gar nichts. Ich finde es nicht gut, wenn die so früh irgendwelche Videospiele spielen oder überhaupt Videospiele spielen. Ich hatte früher Freunde, die durften keine Videospiele spielen. Unter anderem auch aus religiösen Gründen. Ich hatte da so ein paar, die waren echt, das war ein bisschen abgedreht. Es bleibt den Eltern überlassen, was die Kinder wie zu Hause machen, weil nur die Eltern können es eben auch steuern, was zu Hause geschieht. Bei Freunden ist es eine andere Sache. Da sollten natürlich auch die Eltern der Freunde gucken, dass die Kinder jetzt nicht irgendeinen Scheiß machen. Aber ich denke, am besten ist es, wenn man sein Kind da so gut wie möglich ranführt an diese ganze Videospielgeschichte, ihnen auch ein bisschen was erklärt und es am besten zusammen irgendwie angeht. Jetzt nicht ultra früh, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, wie ich es später mal selbst machen soll. Ich denke, ich werde mich so ungefähr an die Angaben halten. Also an die Hersteller. Oh Gott, das Teil war verworfen, Mann. Aber das weiß man ja dann auch erst, wenn man Kinder hat, ne? So aus der Sicht eines erwachsenen Spielers ist es natürlich extrem unerfreulich, wenn man einen sehr jungen Mitspieler im Team hat. Oh mein Gott! Alter, ich dachte, das wäre ein Mate! What? Weißt du, er kommt angerannt, von hinten, so selbstverständlich, wie ein Kumpel. Und dann knifet er mich. Es ist unerfreulich, man verbindet damit direkt halt auch Unwissenheit, schlechten Skill und vor allem schlechtes Verständnis für diverse Spielzüge durch die Ignoranz. Ein Kind hat halt oft noch nicht diesen Horizont, den es braucht, um diverse Dinge zu verstehen, nachzuvollziehen. Wow, fuck. One shot. Sorry, was too late. Wie es so als Kind in Videospielen ist, kann ich nicht genau sagen. Ich habe auch in meiner Jugend Spiele gespielt, für die ich noch nicht alt genug war, aber damals gab es noch nicht diese extreme Community, vor allem nicht diese Voice-Chats und der ganze Scheiß. Also die Sachen, die ich gespielt habe, die, ich konnte es noch nicht so miterleben. Ihr wisst, ich bin ein älterer Jahrgang. Maybe lower mid? Scheiße, Mann. Scheiße. Okay. I've got the fuse.
Ich hab doch defused, du Fickfrosch, Mann. Was für ein Vollidiot. Ich dachte, er hat auch defused. Weißt du, er sagt, cover me, defused. Und er braucht 10 Sekunden. Ich hab ein Defuse-Kit dabei und ich sage, ich soll auf ihn warten. Also klar soll ich auf ihn warten. Aber wenn er jetzt bei der 9. Sekunde gestorben wäre, wäre ich aber ausgerascht. Nun ja, damals war eben die Sache noch nicht so ausgebaut, wie sie heute ist. One Underground. Oh mein Gott, shit, Mann. Hat der mich gerade geklatscht? Ultra Lucky Deaglehead, krass. Egal, gewonnen. Es sieht immer rosiger aus. Ich glaube, ich könnte den Uprank jetzt langsam mal erhalten. Wobei bei mir jedes Spiel unterschiedlich ist. Das ist wirklich eine extrem tagesformabhängige Sache. Natürlich hängt es auch von den Gegnern und den Mitspielern ab, klar. Aber es sollte doch schon langsam Richtung Dings gehen. Wenn ich jetzt noch auf die 60 Punkte komme, vielleicht noch einen vierten Stern ergattere, dann sollte das doch easy peasy sein hier. To ramp. Ah, es war ein Bot. Ich wollte gerade sagen, was ist da los? Oh, one up ramp. He's low HP. Ja, komm, nade ihn weg. Schade. Was hat denn der für ein widerliches Profilbild? Es sieht widerlich aus, aber vielleicht ist es nichts Ekliges. Ich erkenn's nicht. Es ist einfach nur jemand Korpulentes. Es sah aus wie ein Mund, der so geöffnet ist. Scheiße, Mann. Das ist jetzt echt bitter für die Person, die da zu sehen ist. Aber ich dachte, das wäre was Ekliges. Aber diese Frau, ist es eine Frau, ja, ne? Ist nicht eklig. Nein. Diese ganze Geschichte habe ich auch damals in meiner Videoreihe, wie wird man ein guter YouTuber angesprochen? Oder wie wird man ein erfolgreicher YouTuber? Was muss man so als erste Schritte machen und hin und her? Da habe ich das natürlich auch angesprochen, weil es ein Thema ist, täglich auch auf YouTube zu sehen ist. Es gibt sehr, sehr viele Kinder, die YouTube machen. Das ist natürlich auch so eine ganz eigene Geschichte. Es gibt solche Beauty-Kinder-Mädchen. Kanäle, wo da den Eltern vorgeworfen wird, was macht ihr da, ihr zeigt euer Kind, das darf man eigentlich nicht machen und hin und her. Also ob die Eltern sowas zulassen sollen, dürfen, wollen, ist auch ein sehr empfindliches Thema. One is up permit. Ja, ein empfindliches Thema. So, alles in allem habe ich da, ich verkürze es mal ganz kurz, halt gesagt, dass Kinder sich auch stark limitieren auf YouTube und hin und her, weil sie eben aufgrund ihrer Kindlichkeit und ihrer Reife, die noch nicht weiter vorangeschritten ist oder sein kann, weil sie ja noch ein Kind sind, sich stark begrenzen auf ein gewisses Zuschauerfeld und eben auch auf eine gewisse Spielerauswahl. Ich will nicht wissen, was sich ein 12-jähriger YouTuber anhören muss, der jetzt CSGO zum Beispiel macht. Wisst ihr, so richtig mit Facecam und sowas? Da ist wahrscheinlich jeder zweite Kommentar sowas wie, hör auf, du bist ja noch ein Kind, werd erstmal alt oder irgendwie sowas. Es geht auch in diese Richtung, in diese Problematik, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Soweit bin ich da auch eigentlich ganz durch. Ich habe es wie immer fließen lassen. Falls mir da noch was dazu einfällt, werde ich es in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, wenn jemand genau das anspricht, wozu mir noch was eingefallen ist, werde ich darauf antworten. Ach komm, und einer Stair ist blau. Was machst du denn? Naja, war eben noch on spot, hat Tetris und Ding geguckt. Hier, Ram. Dann gehe ich da hoch. Und was macht er? Er stellt sich in den Secret rein. Das ist ein Drecksack. Da bin ich gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, wie ihr über die ganze Sache denkt. Vor allem, wie ihr jetzt speziell über Kinder denkt, die bei euch in den Counter-Strike-Lobbys mit drin sind. Und wie ihr über Kinder an sich denkt, die eben Spiele spielen, für die sie noch zu jung sind. Jetzt kann auf einmal callen, der Blaue. Ramp clear. Aber vorhin kann er nicht sagen, dass er jetzt nicht mehr Ramp guckt, sondern sich irgendwie versteckt. Mhm. Das ist ein Gauner. Yeah, yeah. Alter, die Naden wäre sowas von weg. Oh shit. Auf Short ist einer. Nice, der ist down. Achtung, Upper Mid steht noch einer. Ah, ist gesmoked. Okay, was mache ich? Ja, ich gehe Richtung Ding. Haben wir einen Underpass? Wo ist der letzte? Oh mein Gott. Naja, 52 Punkte und 4 Sterne, es geht doch. Es könnte langsam Richtung Uprank gehen. Also, ah shit, wir waren so ein bisschen priorisiert. Also wäre das, leider ist jetzt nicht direkt ein Uprank-Match. Aber egal, was soll's. Wer braucht schon ein Uprank-Match, wenn er gerne auf DMG spielt? Das Thema wollte ich einfach mal richtig durchsprechen, weil ich es oft anspreche in diversen Videos, wenn ich Kinder dabei habe und mich über die Kinder aufreg. Da wollte ich einfach mal meine Gedanken mit euch teilen hinsichtlich dieser Sache. Kinder können störend oder nervig sein. Aber so störend und nervig kann auch jeder andere sein. Vom Alter her kann ich sogar zu 100% sagen, dass ich durch viel mehr ältere Leute gestört wurde wie durch Kinder. Und selbst die schlimmsten Abfuckungen sind nicht durch Kinder entstanden, sondern durch andere, ganz normale Spieler. So ist es normal, kann man nichts machen. Das, was in der eigenen Macht steht, also das Einzige, was man machen kann, ist zu schauen, wie man darauf reagiert. Rege ich mich darüber auf? Lasse ich mich davon beeindrucken oder beeinflussen? Ja oder nein? Das muss jeder selbst entscheiden. Und wenn man dann halt eben so ist, dass man sich davon so stark beeinflussen lässt, dass es einen wirklich stört oder man wirklich richtig sauer ist oder wie auch immer, dann macht man vielleicht was falsch. Ja, soweit so gut. Das sind eigentlich die Schlussworte gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wie gesagt, wenn ihr dann kommentiert, und das ist ja das Schöne mit uns so als Community, dass ihr so viel kommentiert, da kommen meistens noch ganz neue Aspekte zum Vorschein und da kann man dann wieder neu drauf kommentieren und da schreiben wir hin und her, da kann sich auch jeder beteiligen. Ja, darauf freue ich mich schon. Man sieht sich in den Kommentaren, meine Damen und Herren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich irgendwie wissen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ha ha ha.